Herzlich willkommen bei Lomara. Ich möchte Ihnen heute einmal Brandteig vorstellen, den Sie vielseitig einsetzen können in allen Variationen, im süßen wie im pikanten Bereich. Und ich möchte Ihnen heute ein Gigahertz zeigen mit Brandteig im pikanten Bereich und wo Sie dann schön für Partys oder einfach, wenn Sie Gäste haben, mal so ein Glas Wein machen können. Schaut sehr nett aus. Wir gehen jetzt einfach her. Wir haben hier natürlich unseren Rost und unsere Folie. Wir haben hier unser Gigaherz, das ist ein großes Herz, das können Sie auch vielseitig einsetzen. Sie können zweistöckig damit backen, dreistöckig damit backen. Sie können es auch wieder natürlich im süßen wie im pikanten Bereich einsetzen. Ja? Ich gehe jetzt einfach her, nehme unseren Brandteig. Wir haben diesen Brandteig angerührt, geben einfach jetzt hier das Ganze natürlich mit unserem Teigschaber raus. Und Sie wissen ja, wir haben wunderbare Rührschüsseln, wo Sie sehr schön in die Hand nehmen können und hier das sehr schön halten, ja. Dann nehmen wir natürlich wieder unsere Winkelpalette, unser Profi-Werkzeug und streichen das ganz dünn ein. Ganz dünn einstreichen, damit Sie jetzt einen Boden haben. So, wir haben das Ganze jetzt einfach eingestrichen, sehr dünn natürlich mit unserem Brandteig und wir benötigen dazu 250 Gramm Brandteig. Mit unserem Teigabstecher machen wir natürlich wieder unsere Winkelpalette sehr, sehr schön sauber. Wir haben jetzt hier den Brandteig eingefüllt, den wir zum Tupfenspritzen verwenden. Und zwar mit unserer Brandteigtülle. Das ist eine große Sternhülle. Spritzen wir jetzt schöne Tupfen hier drauf. Und immer ein bisschen Abstand halten, damit sich das Ganze sehr schön ausbreiten kann. Der Brandteig geht ja auf und darum brauchen wir hier einfach ein bisschen Abstand. So, wir haben das Ganze einfach außenrum getupft und geben jetzt innen eine Füllung drauf. Und zwar sind es Tortellini, Lachs, ja, Kräuterpfeffer und das Ganze streichen wir jetzt hier einfach ein. Und dann kommt es einfach in den vorgeheizten Ofen bei Heißluft auf ca. 180 Grad und wird ca. so 45 Minuten gebacken. So, unser Gigaherz wäre fertig. Es kommt sehr schön aus dem Ofen raus und Sie können das Ganze einfach zur festlichen Gelegenheit immer wieder backen. Und Brandteig können Sie sehr, sehr vielseitig verwenden. Sie können Suppeneinlagen damit machen, Sie können süße Kuchen damit machen, Sie können pikant damit arbeiten, Sie können pikante Suppeneinlagen, Suppenknödel damit machen und man kann es mit Kartoffeln mischen. Also Brandteig ist für mich einer der wertvollsten Teige, wo ich im süßen wie im pikanten Bereich alles machen kann. So, wir haben das Ganze jetzt natürlich noch ein bisschen ausgarniert, ein wenig verziert. Das können Sie dann machen, wie Sie das möchten. Auf jeden Fall denken Sie immer daran, dass Sie auch zum Servieren unsere Edelstahlplatten hernehmen natürlich und unsere Kuchenunterlagen und natürlich zum Transportieren unsere Transportbehälter. Und denken Sie daran, Weihnachten kommt, das sind sehr, sehr schöne Geschenke, wo Sie dann auch gern mal verschenken können. Und ansonsten wünsche ich Ihnen einfach alles Gute. Viel Spaß beim Nachbacken. Tschüss, ade, auf Wiedersehen.